damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video. Heute mal mit ProTrain Perfect 2. Der liebe User Danny hat uns ein kleines Paket zugeschickt, was ich hier euch gerne mal zeigen möchte heute. Und zwar gibt es nämlich eine U-Bahn-Strecke, eine U-Bahn-Linie für ProTrain Perfect 2. Das Ganze ist entstanden von M+R-Software, also M&R-Software. M&R-Software ist für den einen oder anderen eventuell ein Begriff, denn das waren damals oder sind die Entwickler von OMSI 1 und OMSI 2. Und einer von denen ist natürlich auch der Entwickler von dem Lotus-Simulator. Also hier haben wir mal ein Stück Geschichte, um einfach mal zu zeigen, ja, was war denn eigentlich vor Lotus und was war vor OMSI? Vor OMSI war dieses Schmuckstück hier, die U7 in ProTrain Perfect. Und ich war auf der Seite gewesen und habe da mal so ein bisschen mal rumgeforscht. Das Ganze muss irgendwie so um 2005, 2007 gewesen sein, denn da ist auch ein bisschen was zu dem Flight Simulator X drin, also Flugsimulator 10, glaube ich, müsste das Ganze sein. Denn da haben sie damals auch Flughäfen gebaut oder zum Beispiel auch Repaints für Flugzeuge, glaube ich, für eine Cessna war das gewesen, haben sie gemacht gehabt. Und dann kam irgendwann ProTrain Perfect. Und das, wie gesagt, ist einfach so unglaublich cool, um einfach mal zu zeigen, zu sehen, ja, woher stammen eigentlich die Jungs von M&R Software. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier kein absoluter Nobody, was ProTrain Perfect angeht. Ja? Also bei mir war es immer so Microsoft Train Simulator Forever. Und deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, mich mit der Steuerung so zurechtzufummeln. Es fährt sich alles ein bisschen komisch, muss ich dazu sagen. Es steuert sich halt alles sehr, sehr ungewohnt. Die Tastenkürze, die auf der Tastatur funktionieren, nicht hundertprozentig. Also es ist alles irgendwie ein bisschen eigenartig. Werden wir auch gleich sehen, wenn ich jetzt gleich fahre. Wir werden die ein oder andere Zwangsbremsung bekommen. Aber was auch interessant ist, ist zum Beispiel die Thematik, dass das Ganze, ja, ich weiß nicht, die KI-Züge fahren halt einfach nicht. Wir werden nicht komplett bis zum Fährberliner Platz durchfahren. Wir werden uns allerdings ein paar Haltestellen angucken. Allerdings steht irgendwann auf dem Zug halt oder auf unserem Gleisstück ein Kollege, die fahren nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen muss, ob ich hier noch irgendwas einstellen muss. Meiner Meinung nach nicht, wenn du halt eine Aufgabe spawnst, dann spawnst du halt direkt rein und dann funktioniert das Ganze. Also so kenne ich das bisher. Also, es gibt ja sonst immer Aufgaben, aber hier ist das leider nicht der Fall. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass das Ganze nicht weitergeht. Wir können aber, müssen uns hier reinsetzen. Hier sehen wir natürlich, hier wird ordentlich gespart, was das Ganze so angeht. Ne? Also es sieht schon nicht wirklich schön aus, aber ProTrain Perfect ist auch schon Ewigkeiten alt. Ja? Also es ist keine moderne Simulation mehr. Aber wenn ich mir so das von außen ansehe, sieht das echt edel aus. Gehen wir mal ins Cockpit, um einfach mal zu zeigen, wie das Cockpit denn so aussieht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Cockpit war hier, genau die 1. Und ich weiß nicht, wenn ich das sehe, ich weiß nicht, Das sieht original OMSI aus. Ja, das kann aber auch spinnen, weil es kann gar nicht OMSI sein, denn das ist einfach eine komplett andere Engine. Es ist ProTrain Perfect. Ja, und das fühlt sich halt einfach komplett anders an. Stehe ich voll drauf, muss ich sagen. Stehe ich voll drauf. Und auf der Website gibt es dieses nicht mehr als Download. Wurde entfernt, wurde komplett eingestellt, steht drin, gibt keinen Download-Link mehr. Und ich weiß, ich hatte davon mal gelesen gehabt und hatte mich mal dafür interessiert, so, um mir das Ganze mal anzuschauen. Allerdings, ja, habe ich mich dazu jetzt nicht irgendwie groß, ich sag mal, bewegt, um jetzt da jetzt einen Download-Link zu finden oder sowas. Aber das Schöne ist, wie gesagt, der Danny, der hatte gefragt gehabt, ob ich eventuell seine U-Bahn-Strecke mal vorführen könnte, mal vorstellen könnte. Das werde ich auch noch machen. Denn ich habe ja mit ProTrain Perfect noch ein bisschen was anderes vor. Da kommt in der nächsten Zeit noch was auf euch zu. Ja, da ist natürlich, wäre das schon cool. Ja, ist das doch super, wenn ich denn das hier natürlich gleich mitmache. Ja, also das ist ein Stück Geschichte. Geschichte, kann man dazu sagen. Aber am geilsten sind gleich die Ansagen, wenn ihr sie jetzt hört. Ja, denn bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, denn hier wurden die Ansagen selbst eingesprochen. Und das finde ich ist absolut großartig. Großartig. Und ich finde, wenn man sich das Ganze mal jetzt so anschaut und vielleicht sich jetzt nochmal für ein paar Wochen zurückerinnert, wie der von Berlin Subway aus, von TMS Studios, das sind keine großen Welten unterwegs, oder?
klar, hier ist natürlich ein bisschen, muss man schon sagen, ist schon ein bisschen was anderes. So, bremsen. So, okay. Achso, ich drücke eine Pause. Zug nach Fährberliner Platz. Einsteigen bitte. Cool. Die selbst eingesprochenen Ansagen. Finde ich großartig. Zurückbleiben bitte. Ja, ist natürlich cool. Ja, also finde ich persönlich, muss ich sagen, ein starkes Stück, dass hier sowas noch existiert. Sowas darf einfach nicht verschwinden. Finde ich mega schade, dass das von der Originalwebsite runtergenommen worden ist. Ich meine, es stört doch jetzt mittlerweile keinen mehr, wenn es jetzt halt noch da ist, oder? Also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, da wäre auch... Wäre jemand traurig? Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Schade ist es halt nicht. Schlimme ist, es läuft irgendwie gefühlt nicht flüssig, wenn ich aufnehme. Altstadt Spandau. Nein, das ist das, was ich meine. Wieso guckt er denn jetzt nach hinten? Das ist... Das ist das, was ich meine. Oh, jetzt müssen wir wieder warten, bis er wieder hier auflädt. Das funktioniert halt irgendwie mit dem Numblock-Tasten irgendwie alles nicht. Das... Musst du das halt umständlich mit der Maus machen. Und wenn ich das jetzt hier mitmache, ne? Jetzt kann ich sie zum Beispiel wieder nicht. Jetzt geht's erst wieder. Das ist ganz, ganz komisch. Oh, bremst doch jetzt. Zug nach Fährberliner Platz. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Da springt nämlich einfach die Maus dann einfach weg und dann... Du guckst auf einmal hinter dich, das ist alles, das sind so diese kleinen Macken. Es ist eine Simulation, wie gesagt, die halt wirklich schon mega, mega alt ist. Ja, also darf man jetzt nichts mehr verlangen. Das ist halt einfach so, ja. Ich meine, sie wurde ja nun mittlerweile schon ersetzt durch Trains, also den neueren Trains, ja. Da hast du halt diese Probleme halt nicht so wirklich. Zum Beispiel ist das Problem... Zitadelle. Ausstieg rechts. Das Problem ist zum Beispiel, dass ich ja einen großen Monitor habe und das Spiel, das ist halt in so einem offenen Fenster. Sprich, du kannst mit der Maus einfach auf den Desktop rüber und dann wieder zurück. Ja. Und das ist natürlich, gerade für diese Spiele, ein absolutes No-Go. Ja. Also, das mögen die überhaupt nicht. So, Zitadelle.
Querberliner Platz. Man sieht auch die Fahrgäste hier zum Beispiel, wenn jetzt mal hier rausgehen, einsteigen, bitte. Die sitzen auch in den Zügen da drinnen. Ne? Also das funktioniert auch schon. Zurückbleiben, bitte. So, denn man sieht zum Beispiel auch ganz schön, dass manche Signale hier gar nicht funktionieren. Also da merkst du schon, dass irgendwas nicht funktioniert. Auch hier unten wird mir hier angezeigt, dass es hier irgendwie Skriptfehlerbehandlung gibt. Ich gehe mal davon aus, dass genau das sein wird, was das Problem hier ist. Aber die Installation von gerade Sachen für ProTrain Perfect 2, die sind immer irgendwie ein bisschen, naja, mal kompliziert. Wenn man es weiß, ist natürlich keine Schwierigkeit, ne? Aber man ist ja, warum hier jetzt keiner KI fährt, das ist mir, weiß ich nicht. Das wäre auch mal interessant zu wissen, wäre das ein PWL geworden oder das ist nicht fertig. Voll dran vorbei. Läuft. Jetzt brauchst du auch nicht mehr, danke. Machen wir gleich weiter. Paulsternstraße. Sternstraße und hier merkt man halt einfach, wie klasse das aussieht. Ja? Also es läuft normalerweise deutlich, deutlich flüssiger. Ja, da müsst ihr mir jetzt einfach mal in dem Punkt jetzt vertrauen. Das ist halt wirklich, Zug nach Querberliner Platz. Hier sehen wir es, ne? Hier läuft alles wunderbar flüssig. Ich weiß nicht, warum die Fahrt an sich so. Okay, weil, wenn wir auch mal rausgehen, einsteigen, ne, bitte. Sieht man jetzt nicht. Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier? Guck mal, ein fehlerhaftes Objekt hier. Auch hier machen wir keinen Halt. Zurückbleiben, bitte. Machen wir keinen Halt. So, aber ihr seht, ne, es ist großartig. So, die Türen sind zu. Mal gucken, bis mein Druck wieder da ist und dann können wir los. So, da steht nämlich der Kollege und ab da geht es dann auch nicht mehr weiter. Oder?
Vielleicht kann ja der Dinny dementsprechend nochmal dazu irgendwie was sagen. Wo jetzt an der Fehler liegt. Ging jetzt auch keine Zwangsbremsung, weil wir jetzt über das rote Signal rüberfahren konnten. Wir fahren halt auch auf. Also es ist nicht so, dass wir dann praktisch durchfahren würden, sondern wir fahren auch direkt auf. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, denn, ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch hier sind, ne, können wir uns dann natürlich jetzt sofort bewegen. Und hier sehen wir natürlich den Kollegen irgendwo rumstehen. Hier ist er. Ja, wir können natürlich jetzt auch in diesen Zug jetzt reinspringen und könnten jetzt von hier gleich weiterfahren. Ne? Das macht aber wenig Sinn, weil da steht nämlich schon der nächste Kollege. Das ist das, was ich meine. Die KI-Züge fahren hier nicht. Und boah, das ist so furchtbar mit der Maus, wirklich. Und er steht hier draußen, ne? Also das ist halt schon echt ärgerlich. Aber wie gesagt, das ist eine richtig tolle Qualität hier, die wir hier haben. Und mal dazu drücken. Na, hier haben wir Rohrdamm zum Beispiel. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sieht schon extrem gut aus. Hier Railroad Simulator 2006 zum Beispiel mit die Werbung gemacht. Und achso, das ist auch. Das ist der gleiche. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Pfeifenorgel. Alles klar. Pfeifenorgel fürs eigene Wohnzimmer. Braucht man. So, jetzt könnten wir hier jetzt rüber springen und ab hier hätten wir wieder ein grünes Signal. Ja, also sprich, ab hier, wenn wir jetzt sagen würden, hier okay, wir übernehmen dich jetzt. Dann würde das natürlich auch funktionieren. Aber es hat nicht Sinn der Sache. Ne? Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Genau. Zurückbleiben bitte. Diese Ansage und wir sehen auch, dass jetzt hier in dem Sinne keine Fahrgäste mehr einsteigen. Ist vorne auch nichts geschildert oder sowas und deswegen, ja, passiert da halt dementsprechend auch nichts. Aber das soll jetzt eigentlich nur mal so gewesen sein, um euch einfach mal zu zeigen, das ist die Linie U7 bereits natürlich schon für, oh, guck mal hier, da sieht man das gerade. Das ist die Nostalgie-Folge ever, wirklich. Hier sehen wir es. M&R Industries präsentiert Lizenzbau. Britennormen BN 2A und B. www.m&rsoftware.de. Also, ja, um einfach mal nur so mal zu zeigen, wo M&R Software herkam und wo sie heute stehen. Das ist doch einfach mal eine richtig coole Wendung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Ich bin mega stolz drauf. Ja. Also das ist, M&R Software ist einfach mal so, dass es die realistischsten Simulatoren sind, die es aktuell gibt. Ja. Ob es jetzt OMSI ist oder ob es auch in Zukunft Lotus sein wird. Ja, also da merkt man halt wirklich, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Und das ist halt einfach, auch wenn es jetzt getrennt ist mit M&R Software, aber scheinbar funktioniert das Ganze ja auch so. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, so eine kleine Zeitreise mal einfach nochmal noch weiter nach hinten zu machen, hinter Lotus und hinter OMSI, ja, um einfach mal zu zeigen, wie großartig auch ProTerrain Perfect ist, auch heute noch, immer noch sehr, sehr beliebt und da vielen, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an den Danny, der uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat, dass wir euch das heute hier zeigen durften und ich hoffe, das hat nicht zu doll geruckelt, ja, dass das Ganze immer noch erträglich war. Und ja, damit bedanke ich mich hier recht herzlich. Hoffe, wir sehen uns wieder. Bis denn. Tschüss.